Moin. Moin. Und einen wunderschönen guten Tag oder Mahlzeit. Ist ja gleich 12 Uhr. Ich bin aktuell hier in Coesfeld und gleich geht's zum Sommerfest der Marienburg. Fängt in circa 2 Stunden an. Und vorher mache ich dieses kurze Video. Ihr habt den Titel gelesen. Fehlerteufel. Ja, was hat's damit auf sich? Einige haben mir in den Kommentaren geschrieben, es geht um die Fahrgeschäfte, die verkauft worden sind. Da habe ich gesagt, diese Fahrgeschäfte gehen in die Emirate. Stimmt natürlich nicht. Sie gehen nach Saudi-Arabien. Ich habe mir noch so ein paar Sachen durchgelesen, ja, von euren Kommentaren unter den letzten Videos. Und ja, gehen natürlich nicht in die Emirate, sondern nach Saudi-Arabien. Ja, der Bro von White Review hat auch ein Video dazu gemacht, und hat so ein bisschen erzählt, was er davon hält. Also einerseits finde ich es schade, dass sie verkauft werden, die Fahrgeschäfte. Artistico, Alpenhotel habe ich nämlich nicht genannt in meiner Liste von Fahrgeschäften, die verkauft worden sind. Bisschen schade, aber das gibt uns doch die Möglichkeit, neue, schönere Fahrgeschäfte auf die Kimmeswelt oder in die Kimmeswelt zu bringen. Und ja, sehen wir es doch auch positiv. Ja. Jeder Schausteller muss selber wissen, was er mit den Fahrgeschäften macht, ob er sie verkauft oder nicht. Und ich denke mal, ja, man kann besser direkt verkaufen und dafür was Neues kaufen, als wenn das Fahrgeschäft immer älter und älter wird und dann für einen nicht so guten Preis verkauft wird. Ja, so sieht es nämlich aus. Ich denke mal, auch der die Fahrgeschäfte gekauft hat, der hat einen sehr, sehr hohen Preis dafür genannt, weil ihr müsst euch überlegen. So ein Fahrgeschäft wird bestellt, das braucht 2 bis 3 Jahre, bis das Fahrgeschäft fertig ist. Und so kriegt der die Fahrgeschäfte gekauft hat, ein vollwertiges Fahrgeschäft. Ich denke mal auch TÜV abgenommen und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, schade drum. Wie gesagt, Fahrgeschäfte gehen nach Saudi-Arabien und nicht nach Dubai, also in die Emirate. Geplant ist es dann, so sagt Burg von Ride Review, so, die wollen ziehen mit 700 Fahrzeugen. Das heißt, die komplette Armada wird dann ziehen, so wie es jedes einzelne Schausteller macht, macht dann ein kompletter Zug. Das heißt, es ist dann quasi ein Schausteller, wo dann mit 700 Fahrzeugen durch Saudi-Arabien gefahren wird. Ja, ich bin jetzt hier gleich angekommen, hier an der Marienburg in Coesfeld, sage, ciao mit V, Robin, tschüss.